So Leute, da sind wir beim nächsten Deck. Und ihr seht schon oben Ursa Topter Combo. Manche Leute würden es Tesserator nennen, aber ich mag das einfach so zu nennen, weil ich habe Anfang des Monats mal den Witz auf Instagram, Facebook, Twitter und so weiter gemacht von wegen, ja, diese eine Ex, die man nie vergisst. Und das hier ist meine Ex, die ich nie vergesse. Dementsprechend gucken wir uns das Deck mal an. Wir starten direkt mit No-Budget-freundlich 4 Underground Seas. Man kann auch mit Fetchländern, Basics und Ähnlichem spielen. Ich spiele aktuell mit 4 Underground Seas, weil es sich sehr gut anfühlt. Man kann hier auch auf 2 Underground Seas raufgehen, 2 Basics nutzen. Und diese beiden Karten, die ich jetzt als nächstes zeige, als Fetchländer. Ich habe 2 City of Traders drin, weil das Deck versucht, relativ schnell auf 4 Mana zu kommen. Und ja, Soullands sind dafür sehr, sehr wichtig. Wir spielen natürlich auch 4 Ancient Tombs, tappen für 2 Mana und 2 Schaden bekommen. Wir brauchen aber mehr Soullands meiner Meinung nach, deswegen sind die City of Traders da drin. Diese kann man auch austauschen gegen Effektländer wie Academy Ruins oder ähnliches. Dementsprechend, ja. Manche Leute spielen sogar Wasteland da drin, ganz krass. Und was noch dazu gehört, zu den farblosen Mana natürlich, 3-mal Ursas Saga. Ursas Saga muss, glaube ich, nicht viel zu sagen. Sie tappt für Mana, sie kreiert Tokens und ja, man kann das Deck durch andere Artefakten durchsuchen. Sehr, sehr wichtig in unserem Deck. Dementsprechend, ja, wir spielen Artefakt-Deck. Dementsprechend spielen wir auch 4 Seed of the Synods. Das ist das blaue Artefaktland, damit wir auch an blaues Mana rankommen. Und dasselbe auch 4-mal spielen wir nochmal in Schwarz. Interessanterweise stand bei Merode noch drauf, World of Whisper isn't a spell. Ist mir gar nicht so im Gesicht geblieben tatsächlich. Sehr, sehr cool. Ja, die Mana-Basis, wie gesagt, sie ist nicht budgetfreundlich, absolut nicht. Das ganze Deck hat auch mehrere Optionen, die sehr, sehr teuer werden können, aber die lassen wir mal raus. Gehen wir mal weiter. Nachdem wir jetzt bei den Mana-Basis, bei den Artefakten, Ländern und so weiter schon mal waren, direkt, zack, 4 Moxopale, tappen für einen Mana, beliebiger Farbe, kann man nur aktivieren, wenn man 3 Artefakte kontrolliert. Wie gesagt, wir spielen Artefakt-Deck, wir haben Artefaktländer drin und versuchen somit relativ schnell auf Mana zu kommen. Und da sind sowas wie Moxopale sehr, sehr wichtig. Dann kommen direkt wieder 2 Flexbots und zwar 2 Ursas Bubble. Im Ursa Bubble Slot kann man auch andere Artefakte spielen. Man kann zum Beispiel eine Map spielen. Also die Expedition-Map. Lotus Petal funktioniert ja auch ganz gut als 5. Moxopal. Und Ursas Bubble ist drin wegen einer Kreatur, die wir spielen, die man auch raus sideboarden kann, beziehungsweise etwas anderes dafür spielen kann. Aber da kommen wir gleich zu. Dementsprechend aktuell spiele ich noch mit der Ursas Bubble. Es ist aktuell noch im Test. Man kann mit dem Deck eine ganz viele verschiedene Menge machen. Und ich finde das halt super cool an diesem Deck. Dementsprechend probiere ich aktuell die Ursas Bubble. Wir spielen allerdings ja auch Ursas Saga. Dementsprechend müssen wir natürlich auch, wer A sagt, muss B sagen, Retro Fitter Foundry spielen. Nein, das ist nicht die Top-Da-Kombo, die ich erwähnt habe. Dieses Artefakt ist einfach nur dafür da, damit wir es von Ursas Saga einfach suchen können. Muss ich, glaube ich, auch nicht mehr beschreiben. Die meisten Leute sollten dieses Artefakt mittlerweile kennen. Dann habt ihr vielleicht schon gemerkt, wir versuchen mit der Mana-Kurve sehr schnell sehr hoch zu gehen, haben, ich glaube, genau ein Mana-Spell drin. Das ist Retro Fitter Foundry und ein bisschen was im Sideboard. Und wie gesagt, wenn man mit der Map spielt, dann die Map. Dementsprechend können wir uns 4 Chalice of the Void gönnen. Chalice of the Void in diesem Deck wirklich nur dafür da, damit man nicht direkt gegen Combo verliert, nicht direkt gegen Control die ganzen Cantrips verliert oder gegen Burn die ganze Zeit. Dementsprechend Chalice of the Void relativ wichtig, wenn wir den Turn 1 oder Turn 2 rauskriegen können. Sehr, sehr gut. Dann haben wir noch ein bisschen Mana Acceleration, die ich vergessen habe. Und zwar hat dieses Deck eine Besonderheit. Man spielt 2 Dimir Petschaften. Die kann man für ein farbloses Tappen, ein blaues, ein schwarzes bekommen. Ist im Endeffekt ein 2-Mana-Stein, der danach 1 Mana mehr macht. Wenn man den in der ersten Runde mit einem Soulland spielt, kann man in der zweiten Runde eben schon 4 Mana haben. Das ist sehr gut. Und wir brauchen halt farbiges Mana. Dementsprechend ist es halt keine Option, irgendwie Grim Monolith oder sowas zu spielen. Dementsprechend Dimir Petschaft und als weitere Option den Talisman der Dominanz. Den kann man tappen für ein farbloses oder man kann ihn tappen für ein blaues oder ein schwarzes und verliert dabei einen Lebenspunkt. Ähnliches Prinzip, macht dann Runde 2, 4 Mana mit einem Soulland, dementsprechend sehr, sehr wichtig. Und wir wollen ja Artefakte auf dem Feld haben, um Schaden zu schießen, Sachen zu machen und coole Kombos durchzuführen. Apropos Kombo, kommen wir zur Kombo. Wir haben 3 Top-Da-Gießereien. Ha! Der Fundries. Wir haben auch eine 4. aber diesem Sideboard, aber da kommen wir gleich zu. Dieses Artefakt hat mein Leben verändert im Legacy. Das war das allererste Deck, mit dem ich auf ein Legacy-Turnier gegangen bin, ein Topter-Sword-Combo-Deck. Und ich habe es geliebt, ich habe mitgespielt, ich habe das Format direkt lieben gelernt und ich liebe diese Karte. Ein blaues und ein weißes oder schwarzes. Dieses Deck kann man eben auch blau-weiß spielen tatsächlich. Kann man für einen Mana ein Artefakt opfern, was kein Spielstein ist, und bekommt einen 1-1 Topter-Artefakt-Spielstein, der blau ist und Flugfähigkeit hat und man hält ein Leben. Fun Fact,
Aspekt, man kann mit der Retrofitter Foundry natürlich auch hier Top-Tor opfern, um 4-4er draus zu machen. Die Kombo hatte ich damals noch nicht auf dem Schirm, beziehungsweise gab es die damals noch nicht. Heute jedoch schon. Und das kombiniert sich dann mit Sword of the Meek. Eine 2-Mann-Ausrüstung, die +1/+2 gibt für 2-Mann-Ausrüsten. Und wenn eine 1-1-Kreatur oder Untergrund ins Spiel kommt und diese Karte im Friedhof liegt, können die aus dem Friedhof zurückkommen und attachen. Bedeutet, ihr bezahlt 1 Mana, opfert das Sword, bekommt einen 1-1-Top-Tor und ein Leben. Und das Sword kommt aus dem Friedhof wieder ins Spiel. Dementsprechend können wieder ein Mana bezahlen, wieder das Sword opfern und so weiter und so fort. Damit macht ihr eine ganze Menge. Damals habe ich das mit Zeitsieb gespielt, wo man tappen konnte, 5 Artefakte opfern konnte und damit dann einen Extrazug bekommt. Das hat dazu gesorgt, dass man früher oder später einfach eine Menge Top-Tor hatte, die den Gegner umgerannt haben. Das machen wir heutzutage einfacher, wo Magic wird ja auch immer einfacher. Wir spielen als Kreaturen Ursa, Lord High Artificer. 4 Mana, 1, 4. Wenn ein Spiel wegkommt, kriegen wir 0-0 Konstrukt. Das ist unrelevant. Für 5 Mana können wir unser Deck shuffeln, eine große Karte unseres Exilen und sie casten. Auch das ist unrelevant. Relevant für uns ist, wir können ein ungetapptes Artefakt tappen, um ein blaues Mana zu bekommen. Das bedeutet, wir können nicht nur das Sword of the Meek für Mana tappen, auch den Top da können wir für Mana tappen. Bedeutet, wir haben Infinite Mana und Infinite Life und damit Infinite Shuffles. Dementsprechend mächtige Combo. Dementsprechend braucht man das Zeitsieb nicht mehr. Man kann einfach hier auch auf Ursa zurückgreifen. Ursa regelt das schon. Ansonsten ist er immer noch ein 1-4er, was okay ist zum Handeln. Dann, wie immer in diesen Decks, man muss sie einfach spielen. Spielen wir 4 Baleful Strikes. 2 Mana 1-1 fliegend. Death Touch, wenn sie spielt, kommt sie in der Karte. Das heißt, wir cyclen dadurch. Wir kriegen einen 1-1 Flieger und der blockt beim Meter eine Kreatur kaputt. Ja. Superkarte kann man super schön recyceln. Apropos recyceln, wir spielen auch 2 Emrys. Emry ist der Grund, warum wir die Ursas Bubble spielen. Meiner Meinung nach könnte man auch hier hingehen und könnte Emry rausnehmen, wenn man bei der Länderbasis eben die Academy Ruins spielt und könnte dann versuchen, mit Emry den Ursa oder auch andere Sachen, die wir als Finisher haben, auf 4 zu erhöhen. Wir haben viele unserer Finisher nur auf 3 und könnte so versuchen, das Deck ein bisschen konstanter, stabiler zu machen. Aber ich probiere aktuell die Emry, gerade mit dem immer wiederholen der Artefakte aus dem Friedhof, ist das doch ganz nett. Gerade wenn wir mal Top-Deck-Gießerei Nummer 4, 5, 6, 7 brauchen, ist das sehr, sehr cool. Dann haben wir noch als zusätzliche Option, gerade gegen Control, noch 2 Sai Master Top the Wrists. Wie gesagt, wir brauchen ja auch eh Top da. Dieser kleine Human sagt, immer wenn wir ein Artefakt-Spell casten, also wichtig ist, dass wir den casten müssen, also es zählt nicht, wenn wir mit Top der Gießerei das Sword of the Meek opfern, kriegen wir noch einen 1-1 Top da dabei. Dementsprechend haben wir eine Menge 1-1 Flieger und brauchen eine Menge Top da. Und mit 2 Mana können wir 2 Artefakte opfern, um eine Karte zu ziehen. Das habe ich, glaube ich, in diesem Deck noch nie getan. Wäre aber eine Option. Haben wir auf jeden Fall dabei dann die Kreaturen mal durch. Viele Kreaturen sind es nicht. Kommen wir zum Best of the Rest. Best of the Rest bedeutet in dem Fall, wir haben 4 Force of Will. Wir können die Karte ja einfach für blaue Karte abwerfen, einfach casten, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Wir müssen halt irgendwas gegen Combo haben, ansonsten verlieren wir gegen Combo. Und ich finde Chalice und Force of Will beide zusammen schon eine sehr gute Kombination, um irgendwie Combo aufzuhalten. Dazu haben wir dann 3 Tesseract, Agent of Bolas. Wie gesagt, auch hier könnte ein 4er drin sein, wenn man halt ohne die Bubble Engine spielt. Dieser Planeswalker mit 4 Mana, 3 Marken hat 3 Fähigkeiten, die sagen +1. Wir gucken uns die obersten 4 Karten unseres Decks an. 5 Karten sogar. Krass, habe ich immer falsch gespielt. Und wir können eine Artefaktkarte davon auf die Hand nehmen und den Rest unter das Bibliothek in irgendeiner Order. -1, wir bekommen ein 5-5 Artefakt. Also wir machen aus einem Artefakt ein 5-5 Artefakt, um genutzt zu sein. Was aber die Effekte nicht verliert. Das heißt, wenn wir in unserer Ursas Bubble damit verzaubern, kann die immer noch getappt werden und sich opfern. Und -4, ein Gegner verliert, ein Spieler sogar verliert x Leben und wir kriegen x Leben, wobei x doppelt die Anzahl an Artefakten ist, die wir kontrollieren. Das ist ein Finisher. Wir können mit dem einfach nur eine Runde den legen, +1 machen und die Runde drauf ist der schon in Ulti-Range und kann damit das Spiel beenden. Mächtige Karte, damals schon mächtig, heute mächtig. Ich liebe ihn einfach. Es ist so eine mächtige, coole Karte. Für mich ist das hier so ein halber Nostalgie-Flash. Zusätzlich dazu spielen wir noch 3 Khan the Great Creator. Auch hier könnte ein 4er drin sein. 4 Mana Planeswalker mit 5 Mana kommt er ins Spiel. Gegner können Artefakte nicht mehr aktivieren. +1, wir können unseren Non-Creature-Artefakt zu einem Artefakt werden lassen mit Mana-Kosten, gleich der Ding. Das ist ganz interessant, wenn man mal wirklich draußen
geschossen hat, so ein Sword of the Meek, mit dem zuhauen muss, oder eben mit einer Petschaft und ähnliches, kommt nicht so selten vor. Und minus zwei, wir können ein Artefakt, was wir besitzen, was entweder im Sideboard ist oder im Exile, auf die Hand zurücknehmen. Ja, ihr wisst Bescheid, das ist, bedeutet, wir haben einen Khan-Sideboard und einen Tutor-Sideboard und ja, mal gucken, was da so drin ist. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir direkt zum Sideboard. Beim Sideboard, damit wir das mit Khan raussuchen können, haben wir eine Top-Dar Foundry. Logischerweise, wir versuchen ein weiteres Combo-Piece im Sideboard zu haben. Mit Khan können wir die dreimal suchen. Des Weiteren ist das zweite Sword of the Meek für die Combo auch im Sideboard. Das bedeutet, wenn wir ein Teil plus Khan haben, haben wir beide Teile. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr wichtig. Dann haben wir eine Tormund Script. Ich würde persönlich aktuell lieber die Nilil Spellbomb spielen. Die Chance, dass wir aber mit Nilil Spellbomb die nicht spielen können, weil sie halt CMC1 ist, ist leider zu hoch. Dementsprechend müssen wir Tormund Script zurückgreifen, um die mit Khan suchen zu können. Dann selbes Argument mit der Pithing Needle bzw. Sorceress Spyglass. Ein zweimaler Artefakt, was sagt, wir können eine gegnerische Hand angucken, dann eine Karte benennen, die irgendeinen Namen hat und alle Nicht-Mana-Abilities davon können nicht aktiviert werden. Ja, Ensnaring Bridge, um uns zu verteidigen, gegnerische Kreaturen können damit schlechter angreifen, auch normales Target, ähnlich wie halt auch der Mykosumpf Lettuce, 6 Mana, alle Karten sind Artefakte. Ich wurde schon öfter wieder gefragt, Blacky, was ist das denn für ein Lock, mit dem du immer redest? Ja, es ist der Fall, wir spielen Mykosumpf Lettuce, alle Karten sind farblos, alle Karten sind Artefakte und man kann manabilige Farbe spenden. Bedeutet aber, wenn wir Karten draußen haben, kann der Gegner keine Karten mehr von sich aktivieren, die eine Aktivierungsfähigkeit haben. Und tatsächlich verhindert Khan auch, dass Mana-Abilities benutzt werden. Dementsprechend kann der Gegner keinen Mana mehr benutzen, um Karten zu spielen. Und wir haben wahrscheinlich noch mehr auf dem Feld, mit dem wir was machen können. Dementsprechend, ja, Mykosumpf Lettuce. Dann spielen wir noch einen Helm of Obedience. Ich liebe diese Karte einfach. Es ist ein 4-Mana-Artefakt. Für X-Mana-Tappen muss der Gegner so viele Karten millen, also von seinem Deck auf seinen Friedhof legen, effektiv, bis er entweder das X erreicht hat. Also wenn wir jetzt sagen 5, dann muss er 5 Karten millen. Oder bis eine Kreatur, also wenn die zweite Karte eine Kreatur ist, dann muss er nur bis zur zweiten Karte millen. Wenn das Ding eine Kreatur hittet, müssen wir das Ding opfern und wir bekommen die Kreatur. Ist irrelevant, weil das Interessante dabei ist, es geht wirklich um das Wording, was sagt, Karten müssen in den Friedhof gehen. Wir spielen als Graveyard Hate 4 Leyline of the Void. Diese Karte können wir aus der Starthand direkt ins Spielfeld bringen, gut gegen Reanimator. Und ja, jede Karte, die mit mir in den Friedhof gehen würde, wird stattdessen exiliert. Bedeutet, wenn wir den Helm für 1 aktivieren, dann muss der Gegner eine Karte von seinem Deck in seinen Friedhof legen. Und er möchte eine Karte von seinem Deck in seinen Friedhof legen, die Karte geht aber nicht in den Friedhof, sie geht stattdessen ins Exil. Dann fragt der Helm, hast du denn eine Karte in den Friedhof gelegt? Und dann sagt der Spieler, nee, habe ich nicht, ich habe sie exiliert. Dann sagt der Helm, ja, dann leg doch eine Karte weg. Dementsprechend ist das die Combo, die man auch noch reinbauen kann. Das heißt, wir haben echt eine Menge Combo, was einfach mega cool ist. Aber wir sind eben auch eine sehr langsame Combo. Dementsprechend spielen wir noch 2 Force of Negation, einfach nur als Force 5 und 6 gegen Combo-Decks, sehr, sehr wichtig. Genauso gegen Combo-Decks ja. Und auch gegen sowas wie Gardok Tech. Karakas, tappen für ein weißes und wir können das Ding tappen und Legendary Creature sich auf die Hand geben. Marit Lage und ähnliches lässt grüßen. Schnellere Combo-Decks sind unser Tod. Dementsprechend müssen wir das aufhalten. Und zu guter Letzt ein Crucible of Worlds. Crucible of Worlds, ein Artefakt, was für 3 Mana sagt, wir können Karten aus unserem Friedhof spielen, und zwar Landkarten aus unserem Friedhof spielen, ist A, sehr, sehr cool mit Ursas Saga, B, relativ gut gegen Wasteland Heavy Decks, C, wir brauchen einfach Mana und D, können wir damit im Notfall, allerschlimmsten Notfall, Vault of Whispers immer wieder zu einer Kreatur machen und für 5-5 zuhauen. Das geht auch. Das war das Sideboard und ich würde sagen, kommen wir mal zum Deck Talk. Das ist das, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Ja, der Deck Talk wird jetzt voller Nostalgie. Wie gesagt, Top der Gießerei und Sword of the Meek ist die Combo, die mich ins Legacy gebracht hat. Die Combo, worüber ich mich mega freue, sie zu spielen. Ich habe sie damals ein bisschen anders gespielt, aber heute, jetzt mit gerade mit Ursa, das ist so mächtig. Oh mein Gott. Und es macht so viel Spaß. Oh mein Gott, es ist so cool. Es macht. Oh. Ich liebe dieses Deck. Wenn ihr das Deck noch nicht gespielt habt, probiert es mal aus. Und ja. Ja, außerdem habt ihr den stärksten Planeswalker, meiner Meinung nach, wenn es um Artefakte geht, ist einfach Tezzeret. Der tötet einfach, er macht 5-5er aus euren Ländern, die zuhauen können und hat damit auch schon mehrere Spiele einfach im Beatdown gewonnen oder wenn ein Baleful Strix auf einmal 5-5 Death Touch wird, das ist wow, so stark. Außerdem könnt ihr damit wirklich sehr tief graben, wenn ihr wirklich 5 Karten aufdeckt und ihr habt einen Finisher, weil mehr als 10 Artefakte solltet ihr meistens am Feld haben. Das ist so schön, ich liebe es. Ich finde es auch cool, dass hier mit der Top-Dar Foundry eine weitere
Kombination ist, wo man halt sagen kann, okay, jedes vierte Mana ist ein 4-4er. Was auch cool ist. Das heißt, man kann auch irgendwann 4-4er scheißen, wenn man genug Mana hat. Dazu natürlich dieses Mini-Package mit Ursas Saga. Okay, Ursas Saga hat nicht viele Targets. Es hat Defundery, es hat Moxopal, es hat, glaube ich, zwei Karten im Sideboard. Ja, da muss ich echt nur überlegen, ob man da nicht wirklich Expedition Map spielt und Lotus Petal. Da bin ich echt hart am Überlegen. Ich glaube, das ist sogar wirklich, wirklich besser, als dass man die Bubble Emery Combo spielt und dann sagt, okay, man geht auf Tezzeret auf 4 und auf Memcan auf 4 oder so. Aber ja, das könnt ihr ja noch testen. Ich werde es auf jeden Fall auch testen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal in den Kommentaren nachfragen. Bis das Video raus ist, habe ich bestimmt ein Update für euch. Und ja, ansonsten, ich finde es halt cool, dass ihr hier eine Combo habt. Ihr habt hier einen Beatdown-Plan, ihr habt hier einen Finisher. Wir haben so viel Kombos noch im Sideboard. Wir können auf die Helm-Combo boarden. Wir können diesen Lock einfach assemblen, weil es auch hier mit Artefakten ist. Auch ein super Artefakt-Planeswalker. Kombination mit Bücke und Vletuf, ein Lock. Ein Helm of Obedience, Win-Option mit Leyline, die auch gleichzeitig einfach nur im Sideboard ist, weil sie einfach nur gut ist gegen Gravechat-Decks und, und. Dieses Deck hat so viel Schönheit in sich. Und ich muss sagen, mir gefällt es richtig gut. Und ich freue mich tatsächlich sehr, euch das vorstellen zu dürfen. So viel Nostalgie. Einfach toll. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß daran. Wenn ihr so viel Spaß daran hattet, bitte vergesst das Video nicht zu liken. Probiert das Deck aus, wenn ihr wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Iblexate. Ciao, ciao.